Ich denke schon, dass künstliche Intelligenz gerade in Form von digitalen Assistenten unseren Alltag begleiten wird, mehr und mehr. Wir sehen das ja jetzt schon, dass Chatbots überall Einzug halten. Die Systeme werden klüger. Die profitieren davon, dass alles vernetzt ist, dass wir eine ganze Menge an Daten durch Sensorik zusammentragen können. Und am Ende erzielen wir eben schnellere und bessere Entscheidungen und dadurch die Möglichkeit, auch alltägliche Vorgänge besser zu automatisieren. Dass so viel Unsicherheit und zum Teil sogar Angst vor Digitalisierung herrscht, das ist natürlich schon ein Problem. Das liegt sicherlich daran, dass da Entwicklungen sehr, sehr schnell stattfinden. Und ich glaube, das ist schon wichtig, dass wir auch dafür sorgen, dass die Geschwindigkeit, mit der Technologie in den Alltag dringt, dass wir die eben auch begleiten, dass wir bestimmte Sachen vielleicht einfach besser erklären oder dass wir vielleicht auch in dem Drang, automatische Vorgänge auch kommerziell auszunutzen, uns ein bisschen bremsen. Ich glaube zum Beispiel, dass so etwas wie die Datenschutzgrundverordnung dabei hilft, dass Unternehmen ein anderes Bewusstsein bekommen, wie sie mit Kundendaten umgehen. Und dass wir das auch nicht verteufeln, sondern dass wir eben einfach überlegen, wie wir mit dieser Rahmenbedingung sinnvoll agieren können. Ich glaube, dass das Thema KI auch aus dieser Ecke der Science Fiction und der Mythologie heraus muss. Das ist nicht gut oder böse, sondern es ist eben einfach eine Technologie. Es ist ein Werkzeug, das uns dabei hilft, Entscheidungen besser und schneller zu fällen und auf Basis dieser Entscheidungen dann eben auch Vorgänge in der Regel ja heute zu automatisieren. Zum Beispiel sind wir in der Lage, auf Basis von wenigen Nutzerdaten vielleicht schon eine Aussage zu treffen, welche Produkte für jemanden in Frage kommen. Ja, oder vielleicht sind wir in der Lage, in der Medizin beispielsweise anhand von vergleichsweise wenigen Daten, die wir aber durch eine KI gut miteinander korrelieren können, eine Aussage über einen Gesundheitszustand zu treffen, der dem jeweiligen Nutzer helfen kann. Ich glaube, es gibt unglaublich viele Szenarios, die uns heute noch nicht klar sind und die wir erst noch entdecken werden. Immer wenn wir unser Smartphone benutzen, dann benutzen wir sozusagen eine schwache KI in irgendeiner Art und Weise und wir profitieren massiv davon, wie gut wir vernetzt sind. Und ich glaube, das ist eben auch der Weg, in dem wir uns weiter vorwärts bewegen. Genau das passiert ja auch, ne? Jede Smartphone-Generation hat etwas mehr Fähigkeiten. Die Netze werden immer leistungsfähiger, die Services werden immer ausgeklügelter. Und so iterieren wir sozusagen in eine Zukunft, die natürlich auch KI noch alltäglicher machen wird. Ich glaube, so wie heute für Jugendliche zum Beispiel mobiles Internet eine Selbstverständlichkeit ist, so wird eben eine gewisse Art von Smartness und Automatisierung in unserem Alltag in 10 Jahren genauso selbstverständlich sein.